So, einen starken Trink. Können wir hier irgendwas mit Zutaten, die das Ganze noch verstärkt? Gibt's Plus bei Stärke? Plus bei Schild. Okay, dadurch haben wir schon Minus bei. Ja, das geht. Dann müssen wir aber hier einmal zweimal. Das ist noch ein Charisma. Matrosenmaß. Wenn du Striche nicht vergessen. Ich kann dein Herz nicht heilen, aber vielleicht hilft das hier ein wenig. Das tut es. Danke. Quatsch doch mit ihr noch ein wenig über deinen Tag. Was sagst du? Fünfer. Ich war noch nicht flüchtig damit. Wo war ich? Den Tagesausflug in die Hauptstadt. Die Straßen voller Leute. Wurzeln. 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 Wir bewunderten die Wurzeln, die die Stadt in ein Bollwerk verwandeln. Ich konnte sie endlich aus der Nähe betrachten. Ungeheuer fasziniert. Da muss ich dem Sülzkopf mal recht geben. Lässt mich ja fast glauben, dass die Mythen wahr sind. Mythen? Mythen. Hast du mich schon verstanden? Das heißt, dass dort Wurzeln vom Ätherbaum sind. Die aus dem Boden raussprechen, ausbrechen und die Gaia umschließen und die Hauptstadt beschützen. Durchfrische Wurzeln des Äthers. Eine formidable Verteidigung in der Tat. Wie willst du eine Stadt mit Holz beschützen? Das kann nur ordentlicher Stein. Oh. Meine Erfahrungen auf dem Gebiet der Metropolenverteidigung sind begrenzt. Was du nicht sagst. Oh. Oh. Wir haben außerdem dieses wunderbare Seraphendame wieder getroffen. Wie laufen ihre Untersuchungen? Ausgezeichnet. Sie scheint ausgesprochen motiviert. Eine wahre Detektive. Glaub, sie ist bis nach Denver hin. Scheint, sie hat da was im Gespür. Ich freue mich drauf, ihre Geschichte zu hören. Ebenso. Sagt Rhea. Können wir in der Stadt zurück in die Stadt zurück und diesen Antiquitätenladen aufsuchen? Wieso das denn? Ich möchte sehen, ob sich dort ein Andenken an die alten Zeiten findet. Na gut, wenn du willst. Aber lass den Besitzer mal schön in Frieden, ja? Natürlich, die letzte Drinkreaktion dieses Establishments hat mich zu Genüge gesättigt. Na dann, ab geht das. Gehabt euch wohl, Gastwirtin. Viel Spaß beim Einkaufen. Oha, noch ein neues Gesicht. Zum großen Abenteuer.
Trüben mich meine Augen etwa? Minty persönlich? Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Es ist schon etwas her. 15 Jahre, sicherlich, oder? Fast 25, um genau zu sein. Ah, du weißt, wie schlecht ich darin bin, Zeit abzuschätzen. Jedenfalls, wenn es länger ist als ein Jahrzehnt. Das weiß ich. Gut, dass ich ab und zu vorbeischaue, um dich daran zu erinnern. Ich bin dir unendlich dankbar. Vor allem, wenn du Casket und Kane mitbringst. Kriegen schnucklige kleine Hilfsbiester immer noch Rabatt? Ja, und für immer. Warum bist du eigentlich hier? Normalerweise suchst du doch eher andere Gegenden heim. Stimmt. Ich bevorzuge Gegenden, die etwas feuchter sind. Ha, nicht das Wort, das ich genommen hätte. Aber so in die Richtung für meinen Geschmack ist es hier definitiv zu trocken. Und ich dachte, ich könnte wenigstens den Regen neulich genießen, aber nichts da. Das, was darunter kam, war einzigartig. So kann man es auch sagen. Zerstörerisch Strefe ist vielleicht noch besser. Aber schön zu sehen, dass dein Gasthaus nicht dasselbe Schicksal ereilt hat wie viele der Gebäude auf der Straße, die ich auf dem Weg hierher gesehen habe. Zugegeben, es war schon vorher nicht leicht, mit meinem Rollstuhl hierhin zu gelangen. Aber die Aussicht war die Mühe immer wert. Aber jetzt, ich fürchte, der momentane Anblick ist nicht sehr erfreulich. Nicht, wenn ich so stark darauf achten musste, mich und meine Hilfsbiester nicht in Gefahr zu bringen. Ich erinnere mich daran, dass du mir von deinen Problemen mit Reisen erzählt hast. Tut mir leid zu hören, dass es jetzt noch schwieriger geworden ist. Ach, egal, wir haben es ja geschafft, nicht wahr? Und ich muss sagen, den primordialen Vortex zu nutzen, um die Stufen deiner Veranda zu überspringen, ist eine clevere Idee für Barrierefreiheit. Ziemlich beeindruckend. Freut mich zu hören, dass mein kleiner Zauber tut, dass meine kleinen Zauber tun, was sie sollen. Ich hoffe, die Städte legen ähnlich viel Wert darauf, wenn sie sich an den Wiederaufbau machen. Schon das Pflaster zu glätten würde enorm helfen. Aber ob du es glaubst oder nicht, Inklusivität urbaner Infrastruktur ist nicht das, weshalb ich mit dir reden wollte. Nein, wirklich nicht. Schockierend, oder? Eigentlich könnte man sagen, dass ich auf der Jagd bin. Und wonach jagst du? Schutzperlen. Mir sind in meiner Bibliothek einige interessante Gerüchte zu Ohren gekommen. Das heißt, dass die Perlen um diese Jahreszeit in der Lagune der Leere zu finden sind. Ah, das schon wieder. Viel Glück bei deiner Jagd. Danke. Aber auch wenn die Perlen mein Ziel sind, bin ich nicht nur mit meinem einzigen Ziel hierher gekommen. Ich möchte dich um etwas bitten. Einen guten Drink? Nein, mein Manuskript, Schätzchen. 25 Jahre sollten genug Zeit zum Gegenlesen gewesen sein, oder? Oh, natürlich. Ich
habe das Manuskript regelrecht verschlungen, direkt nachdem du es mir gegeben hast. Ich musste mich nur erst daran erinnern, weißt du? Weil es so lange her ist, dass ich das definitiv getan habe. Wunderbar. Es ist schön, Freunde zu haben, die so verlässlich mein Manuskript gegenlesen. Nun, möchtest du einen Drink, während ich mir das Hirn zermatere, wo ich das hingelegt habe? Wenn du es schon anbietest, dann nehme ich gerne an. Vielleicht etwas, um nach einer so langen Reise meinen Verstand aufzufrischen. Ich gebe mein Bestes. Okay, etwas mit viel Intelligenz. Da hätten wir das doch. Den neuen Drink können wir auch mal ausprobieren. Warum nicht? Plus auf Charisma zu 2 minus Stärke. Das ist jetzt nicht das Beste für den Drink, aber in so ein schönes Blümchen. So, hier ist schon alles super. Und jetzt wird noch gut für Blätter drin. Okay. Brauche ich dann natürlich noch ein bisschen. Ne, so geht's nicht. Mist. Zu trinken für Anblut ist wichtig bei dieser Hitze. Und wie wär's denn gut? Muss ich hier mal wieder ein bisschen ausgleichen. Hier noch einen Schluck. Dann brauche ich noch Charisma. Ein Pina Colada. Bitte sehr. Ich habe lange darüber nachgedacht, was der perfekte Drink für dich wäre. Ah, das hat mir gefehlt. Schön zu sehen, dass du immer noch so gut im Mixen bist wie früher. Mir fällt sogar direkt eine neue Geschichte ein. Lass mich schnell ein paar Notizen machen. Nimm dir Zeit. Also, so sehr ich deine Mixologie auch genieße, ganz egal, was du mir servierst. Ich würde es noch mehr genießen, wenn dir einfiele, wo du mein Manuskript hingelegt hast. Du weißt schon, das Manuskript, an dem ich fast ein halbes Jahrhundert voller Liebe und Hingabe gearbeitet habe, während meine Bibliothek entstand. Natürlich. Es sollte direkt, hier unter, in diesem Stapel, dort unter den Blättern hier, das müsste hier. Nein, Moment, hier drüben, vielleicht hier drüben. Ich sehe schon, durch diesen Kampf mit deinen organisatorischen Angewohnheiten könnte es ein wenig länger dauern, bis du es findest. Und ich habe einige Perlen, die nach mir verlangen. Also wie wäre es hiermit? Ich komme in etwa 7 Tagen wieder hierher und erzähle dir alles über meine Jagd im Austausch gegen mein Manuskript. Mein gegengelesenes Manuskript.
Das wäre äußerst hilfreich. Sehr gut. Es war schön, dein müdes Gesicht wiederzusehen. Gleichfalls, Minty. Ich wünsche dir ein sicherlich voll superlative Reise. Wir werden sehen. Sieben Tage sollten reichen, um ein ganzes Manuskript zu lesen, oder? Deswegen erstellen wir erstmal Quests. Was für eine Quest erstellen wir jetzt zum Quest, zum Manuskript finden und lesen? Oder was? Okay. Die Familie Quest können wir vielleicht machen. Die Docks von sofort sammeln sich bei Nacht auffällig viele Tiere. Bestimmt ist eine Seehexe dafür verantwortlich. Es gibt Probleme, sofort Berichten zufolge sucht ein Erzmagier nach seinem Familie, der seit kurzem verschwunden ist. Es gibt viele Leute in Sofort, die irgendjemand muss etwas über vermisst Familie wissen, was wird sich spielt. Und das wäre noch eine Quest. Und so weiter und so fort. Sofort ist eine lebhafte Hafenstadt, die nicht nur für ihre Docks, sondern auch für ihre zahlreichen Magier bekannt ist. Doch seit kurzem gehen dort merkwürdige Dinge vor sich. Die Familie aus mehrere Erzmagier sind spurlos verschwunden, aber in so einer großen Stadt weiß bestimmt jemand etwas. Könnte ihr Verschwinden etwas mit der Seehexe zu tun haben, die sofort angeblich verflucht hat? Und an du Fütterzeit. Taverne aufräumen. Und ein weiterer Tag endet. Gute Nacht. Na, den nächsten Abschnitt können wir noch anfangen. Und du musst natürlich erstmal würfeln. Das Advantage-Wurf. Oh, eine 3. Und eine 8. Puh, beides nicht so. Die 3. Ne, ich habe das Spiel noch nicht gespeichert. Ja. Gut, wo muss ich hier, wo, wie, was, wo, wann, keine Ahnung, gibt es ein Schaf? Wo geht's hier? Projekt, wo ist der Knopf? Wo kann man den Tag beginnen? Du musst irgendwie unsichtbar gewohnt sein, irgendwo hier. Hoppala. Jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen, was dort stand. So ein Mist. Nächster Abschnitt. Guten Morgen. Könntest du mir bitte einen Drink machen? Ich brauche etwas, das mich weckt und meine Agilität weckt. Natürlich, Fable. Nur einen Moment. Wie immer. Dreimal Geschwindigkeit. Da bleibe ich nur der schnelle Schluck. Kommt vielleicht irgendwas. Agilität. Sofort.
Hast Inspiration. Aus Feuerrüstung, Unsichtbarkeit. Du bist Inspiration, kannst gebrauchen. Ich hilf dann kleine Blume. Soll ich hier mal auffüllen? Okay, das mit den zwei. Das ist ein bisschen schwer auszugleichen. Uff. Ach, und Karas, ja, das können wir nicht nehmen. So ein Mist. Dann machen wir mal heute keine Experimente. Ein Fabel ist so schlecht drauf ist. Ein bisschen Schild hier noch dazu. Schneller Schluck. Und Striche nicht vergessen. Ich wünschte, es gäbe ein 100 Mal Anbuchstreicheln Achievement. Vielleicht gibt es das. Ich befürchte aber nein. Danke. Ich fühle mich schon viel besser. Hattest du eine lange Nacht? Eine sehr lange. Na, so viele Leute haben meine Hilfe gebraucht. Bereust du es, sie mir angeboten zu haben? Überhaupt nicht. Ich finde es schön, Leuten helfen zu können. Früher habe ich mir einfach gewünscht, helfen zu können, aber mich nie getraut. Aber es macht Spaß, auch wenn es manchmal sehr erschöpfend ist. Besser als herumzusitzen und zu warten, ist es aber auf jeden Fall. Auch wenn ich immer noch viel lernen kann. Das ist wohl wahr. Du solltest auch lernen, dir ab und zu eine Auszeit zu gönnen. Wenn du immer kurz davor bist umzukippen, dann wirst du niemandem helfen können. Dafür habe ich deine Drinks. Ich werde meine Drinks nicht machen, damit du dich damit in den Burnout arbeiten kannst. Ich bewundere deine Hilfsbereitschaft, Fabian, aber auch du fällst in die Kategorie der Personen, denen du helfen solltest. Also, im Fallen war ich ja schon immer gut. Du bist in vielen Dingen gut. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß. Jetzt bleib aber erst einmal hier und ruh dich aus. Einverstanden? Okay, dankeschön. Oh, mein edler Herr, wen haben wir denn hier? Einen wunderschönen Tag, Gastwirtin. Einen wunderschönen guten Tag, Abenteurer. Jo, ein Abenteurer, das bin ich wohl. Ich bin auf der Suche nach einem Trink. Was für ein Zufall. Davon habe ich einige da. Was darf es sein? Was für ein Trink bestellt ein Abenteuer hier für gewöhnlich? Die, auf die er Lust hat. Dann hätte ich Lust auf etwas, das gut schmeckt. Natürlich. Vielleicht etwas, das mich vor meinem Widersacher schützt. Eine gute Verteidigung ist für Abenteuer essentiell, nicht wahr? Gut möglich. Schauen wir mal. Die Zeit liegt sich gerade mal, um einen Schluck zu nehmen. Oder zwei. Bei diesem Wetter muss man sich regenerieren. Ich drehe durch.
Hey, drei Schild, da kommt. Die weiße Schokolade, der Eisschnee. Und Frage. Ja, nehmen wir doch eine weiße Schokolade. Können wir irgendwie nicht nutzen. Ich versuche es immer noch irgendwie zu verwenden. Charisma, also ich muss diesen Blumen irgendwie. Drei Stärke ist natürlich, das ist zwei Stärke, die erstmal ausgeglichen werden müssen, ist natürlich hart. Um das auf Null zu bringen. Das darf man bei keinem Drink machen, der. Es muss ein Drink machen, der viel. Der genau ein Charisma und ein Ding braucht. Weil und nirgendwo anders der oder der hier viel Charisma und viel. Wenn man hier versuchen muss, dann noch drei Schildchen zuzufügen, das ist dann nicht. Das ist nicht praktizierbar. Passt das andere nicht in den Drink. Vielleicht kriegen wir es schon irgendwann mal hin. Und was das viel. Steck hinzufügt. Was keine Sterne gibt, viel Schild hinzufügt. Naja, müssen wir ohne. Zutaten und Erweiterung machen. Das ist wieder so ein Drink, der nicht geht, ohne. Oh Gott, ich hasse es. Okay, dann brauchen wir irgendwas, das. Irgendwas hinzufügt. Das macht das hier, aber da müssen wir. Ja. Ich würde hier bei den Stellen was hinzu. Okay, das muss mindestens drin. Dann brauchen wir jetzt noch mindestens zwei. Das wird blöd. Oh, weiße Schokolade geht. Jetzt 2 minus Schwert. Wieso geht das? Na egal. Wenn es geht, dann geht's. Flüssiger Mumm gegen jede Art von Fett. Jetzt zum halben Preis. Danke euch. Viel Spaß. Schmeckt es? Aber nicht wirklich. Dann kannst du es gerne sagen. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe nur vergessen, laut auszusprechen, was ich dachte. Das geht mir häufig auch so. Und jetzt, da du meinen Drinks, wenn du mit Drinks versorgt bist, könntest du dich vielleicht vorstellen. Oh, ich vergaß, wie ungeheuer unhöflich von dir. Ich bin Gustav Archibald, Richmond der Dritte, Sohn von Lord Gustav Archibald, Richmond dem Zweiten und Lady Lord Herr Bridget der 27. Ein aufgehender Stern am Abenteuerhimmel auf Morwinden und ihr seid. Der aufgehende Stern am Gastwirthimmel von Zenith. Freut mich, dich kennenzulernen. Und ich bin Fable vom Aschenhain. Du bist Fable? Ja, ist das schlecht? Xion, Fable,
Xyotagyn von den Werwölfen gerettet hat? Höchstpersönlich. Wow, das ist eine ausgesprochene Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Ich habe so viel gehört von dir. Ich hoffe nur Gutes. Natürlich. Man erzählt sich, du hättest einen Werwolf nur mit deinen Worten davon überzeugt, eine Mainfahrt im Leben einzuschlagen und ihn mit seiner Familie wieder vereint. Das ist nicht ganz falsch, schätze ich. Xia hat eine silberne Zunge. Unglaublich, ein wahrhaftiger Held. Und du hast den Leuten auch geholfen, mit den Folgen des Sternenregens umzugehen, richtig? Natürlich habe ich das. Wenn ich helfen kann, dann sollte ich das auch tun. Bewundernswert. Du hast wahrlich das Herz eines Helden. Was ist mit euch, Lord Gustav Archibald Richmond der Dritte? In welcher Gegend seid ihr Held? Ich befinde mich noch in der Findungsphase, sozusagen im ersten Akt meiner Reise auf dem Weg zum Abenteuer. Man könnte mich wohl einen Spätzünder nennen, doch ich werde so schnell, ich kann aufholen. Ich habe den Vorzug von Gent Gustav. Und ihr könnt Angst zu mir sagen, mein voller Name ist etwas lang. Wenn du es eilig hast, Archie, dann kann ich dir dabei gerne helfen. Ich habe vor einigen Tagen ein paar goldene Federn geschenkt bekommen. Dem richtigen Drink als Infusion beigemischt könnte sie dir wahrhaft Beine machen. Wirklich? Spektakulär. Ich dachte mir immer, dass solche Dinge nur in Mythen und Sagen möglich wären. Etwas, worüber man in Büchern liest. Liest du viel? Oh, ein klein wenig. Nicht allzu viel. Du sollst lesen. Das klingt, als würdest du Abenteuer mögen. Und Bücher sind voll davon. Das stimmt wahrscheinlich. Ich bin einfach zu cool für Bücher. Bücher sind ziemlich cool. Findest du? Natürlich. Ich meine, sieh dir das Notizbuch von Gastwirtin an. Das ist ziemlich cool. Das will ich meinen. Oh, eigentlich lese ich eine ganze Menge. Tut mir leid, dass ich so komisch damit umgehe. Keine Sorge, jeder ist mal ein wenig komisch. Was liest du gerne? Alles über Abenteurer, Helden und eldenhafte Abenteurer. Ich sehe mich in ihnen. Meine Eltern sehen und ist natürlich lieber, wenn ich andere Dinge lesen würde. Bücher über Etikette. Oder die Tageszeitung. Und natürlich sollte ich ihrer Meinung nach eine Dissertation über die Feinheiten der Diria-Verträge verfassen oder sogar selbst Diplomaten werden. Aber ich finde, als Retter dieser Welt mache ich mich besser. Findet ihr nicht? Die Diria-Verträge? Das sagt mir nichts. Sie sind ehrlich gesagt fürchterlich langweilig. Es geht um die Neuverhandlung von Handelsrouten, nachdem eine Kanalbrücke von einem Rudelspinnennutzlose beschädigt wurde.
Im Moment läuft es noch nicht sonderlich gut, überwiegend, weil sie nicht darauf einigen können, wie lange die Kosten für die Reparatur steigt. Das Festland von Kirja selbst. Schon der Gedanke daran macht mich schläfrig. Durch fränkische diplomatische Probleme. Wenden wir uns dann besser aufregenderen Themen zu. Hast du dir schon einen würdigen Start für deine Heldenreise überlegt? Natürlich. Ich werde etwas heldenhaft, wahrhaft heldenhaftes tun. Was wäre etwas Heldenhaftes, was ich tun könnte? Du könntest doch damit anfangen, den örtlichen Bauern zu helfen. Sie sind immer noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Im Moment treiben sie ihr entflohenes Vieh zusammen. Eine hervorragende Idee. Wie viel Gold brauchen sie? Gold? Ich bin sicher, dass sie nichts gegen Gold hätten, aber ich dachte eher daran, ihm zur Hand zu gehen. Du weißt schon, physisch, buchstäblich mit deinen Händen. Ah, ich verstehe. Also würde ich zu den Bauern gehen und fragen, womit sie Hilfe benötigen? Natürlich, natürlich. Nun, ich werde schon damit fertig. Danke für die Idee, Fero. Es war mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich hoffe, dass unsere Pfade sich bald wieder kreuzen. Bis zu meiner nächsten Queste, Gastwirtin. Bis dahin. Puh, das war knuffig. Seltsam.